Wenn wir im Deutschen die Fastenzeit bezeichnen, dann bezeichnen wir damit eigentlich nur einen Aspekt von mindestens dreien, die in dieser Zeit auf Ostern hin verwirklicht werden sollten. Denn die Zeit heißt auch liturgisch nicht eigentlich nur Fastenzeit, sondern österliche Bußzeit und die 40 Tage. Nach dem Beispiel Christi, der 40 Tage gefastet hat, sollten wir diese Tage im Hinweg auf Ostern gehen. Das ist das Ziel. Und dieses Ziel sollten wir ganz fest im Auge haben, damit wir uns nicht in Details verlieren. Natürlich ist das Fasten, das Enthalten von Speisen, eine uralte christliche Tradition und ist in dieser Zeit angemessen. Und man kann das ganz bescheiden und gut tun, indem man bestimmte Gerichte weglässt, indem man vielleicht im Kloster haben wir zum Beispiel statt zwei Fastentage in der Woche haben wir dann drei, wo wir also einfachere Speise essen. Das wäre ein Punkt des Fastens und des Sich-Enthaltens, natürlich auch schon gar bei Trinken und schon gar, wenn es sich um alkoholische Getränke handelt. Aber die große Trias der Fastenzeit ist Beten, Fasten und Almosen geben. Da spürt man, wie das Ganze schon sehr viel weiter wird und sich sehr auf das Osterfest hin erweitert, indem wir also beten. Man kann zum Beispiel in der Fastenzeit den Rosenkranz neu entdecken und vielleicht das Schwergewicht auf den schmerzhaften Rosenkranz legen. Und das Almosen ist uns vielleicht manchmal ein bisschen peinlich. Trotzdem sollten wir immer wissen, wenn uns ein Bettler begegnet, den schickt uns der Herr. Also auch in der Hinsicht großzügig sein und versuchen, die große Trias Beten, Fasten und Almosen geben, nicht aus dem Auge zu verlieren.